Wir sehen die Hauptfiguren, ein Paar Tori und Kai. Dieses Paar versucht schon lange, ein Kind zu bekommen, und eines Tages spürt die Frau eine ungewöhnliche Vibration, und dann gibt es einen lauten Knall und das Licht geht aus. Das Paar schaut aus dem Fenster und sieht, dass in der Nähe des Waldes etwas brennt. Unsere Helden nähern sich der Szene und stellen fest, dass ein bestimmtes Raumschiff mit einem kleinen Baby darin abgestürzt ist. Infolgedessen adoptiert unser Paar ein himmlisches Kind und gibt dem Baby den Namen Brenton, und das Schiff wird versteckt, um die Wahrheit vor dem Kind zu verbergen. 12 Jahre später verkörpert Brenton alles, was Kai und Tori sich jemals gewünscht haben. Schließlich wird der Kerl unglaublich schlau und hilft seinen Eltern bei der Hausarbeit. Für seinen unglaublichen Verstand hört der Kerl jedoch oft Beleidigungen von Gleichaltrigen. Doch mit Hilfe seines Wissens erregt Brenton die Aufmerksamkeit einer Klassenkameradin namens Caitlin. Eines Tages, mitten in der Nacht, beginnt ein außerirdisches Schiff, eine Art Nachricht zu senden, weshalb Brenton aus dem Bett aufsteht, aus dem Fenster springt und dann zur Scheune geht. In der Scheune wird der Kerl von Tori gefunden. Die Dame ist sehr überrascht, als der Junge seiner Mutter erzählt, dass er sich nicht erinnern kann, wie er hier gelandet ist. Gleichzeitig erzählten die Eltern ihrem Sohn nie von dem Raumschiff, mit dem der Mann auf der Erde ankam. Am nächsten Morgen geht Brenton den Rasen mähen. Der Typ schafft es jedoch nicht, den Rasenmäher zu starten, was Brenton wütend macht und den Rasenmäher versehentlich ein paar hundert Meter weit wirft. Der Kerl ist überrascht von seinen neuen Kräften, und um sie zu testen, steckt Brenton seine Hand in einen funktionierenden Mäher, bekommt aber keinen einzigen Kratzer. Am Abend feiert die ganze Familie in einem Café Brandons Geburtstag. Onkel Noah und Tante Mary geben dem Kerl ein Jagdgewehr, aber Kai weigert sich, es Brenton zu geben. Der Mann verlangt jedoch, ihm das Geschenk zurückzugeben, und beginnt, seinem Vater zu widersprechen. Doch Kai gefällt das nicht, und deshalb verlässt die Familie mitten in der Feier das Café. Am nächsten Tag geht die Familie auf die Jagd. Doch kurz bevor er geht, bemerkt Kai, dass Brenton auf einer Gabel kaut, ohne seine Zähne zu verletzen. Zu dieser Zeit findet Tori im Zimmer ihres Sohnes Zeitschriften mit Aktmodellen. Zur großen Überraschung der Eltern finden sie jedoch auch Operationsdiagramme und Fotografien menschlicher Organe. Während der Jagd führen Kai und Brenton ein unangenehmes Gespräch über Sexualerziehung. Der Vater sagt seinem Sohn, dass es manchmal möglich ist, nach seinen Motiven zu handeln. Brenton hört den Worten seines Vaters zu, und so geht er in dieser Nacht zum Haus seiner Klassenkameradin Caitlin und versteckt sich in ihrem Zimmer. Das verängstigte Mädchen schafft es buchstäblich für eine Sekunde noch, die Silhouette von Brenton zu sehen, was sie ihrer Mutter mitteilt. Am nächsten Tag in der Schule teilt Tori seine Sorgen um Brenton mit. Die Frau sagt, dass ihr Sohn weniger gehorsam und aggressiver geworden ist, und als Tori sich ihrem Sohn nähert, bemerkt sie, dass er ungewöhnliche Symbole in sein Notizbuch zeichnet. Am Abend entdeckt Kai, dass die Hühner in Panik geraten sind, Angst vor Brenton zu haben. Der Vater fragt seinen Sohn, ob es ihm gut gehe, worauf er antwortet, dass es ihm gut gehe. Ein paar Stunden später hört Kai jedoch ein seltsames Geräusch auf der Straße. Als der Mann herauskommt, stellt er fest, dass alle Hühner getötet wurden und die verschlossene Tür des Hühnerstalls aus den Angeln gerissen wurde. Tori glaubt, dass es ein Wolfsangriff war, aber Kai versichert seiner Frau, dass Brenton es getan hat. Am nächsten Tag, während des Sportunterrichts, beschimpft Caitlin Brenton vor der ganzen Klasse als Perversen, weshalb der Junge das Mädchen an die Hand nimmt und ihr die Knochen bricht. Tori erklärt der Mutter des Mädchens, dass sie bedauert, was passiert ist, besteht aber darauf, dass es ein Unfall war. Doch Erika ist sich des Gegenteils sicher und verlangt, dass der Sheriff den Jungen verhaftet. Bevor sie geht, beleidigt Erika den Jungen und sagt, dass er von einem Psychopathen geboren wurde. Zu Hause gesteht Tori ihrem Mann, dass sie ihren Sohn in der Scheune gesehen hat, wo er versuchte, zu seinem Raumschiff zu gelangen. Dann erkennt der Mann, dass Brenton beginnt, eine Bedrohung darzustellen, außerdem, wie wir erfahren, hat der Kerl noch nie in seinem Leben aus Wunden geblutet, und er hatte keine Wunden. Zu diesem Zeitpunkt hört der Typ wieder das Signal des Raumschiffs und geht in die Scheune, wo er die Kette ohne Probleme durchbricht. An diesem Punkt betritt Tori die Scheune und sieht Brenton, der über dem Boden schwebt und die Botschaft des Schiffes wiederholt, übernimm die Welt. Plötzlich stürzt der Junge, trifft das Raumschiff und wird zum ersten Mal in seinem Leben verletzt. Tori geht die Treppe hinunter und erzählt seinem Sohn die Wahrheit darüber, wie er auf die Erde gekommen ist. Die Frau hoffte, dass ihr Sohn alles verstehen würde, aber diese Lüge verärgerte Brenton nur. Der Typ zerbricht Familienfotos und rennt dann von zu Hause weg. Dann besucht der Typ Caitlin im Schlafzimmer ihres Hauses.
Brandon sagt dem Mädchen, dass sie keine Angst vor ihm haben soll, dass er heute herausgefunden hat, dass er nicht wie alle anderen ist, obwohl sie es vor anderen bemerkt hat, aber bald wird die ganze Welt davon erfahren. Caitlin erwidert, dass ihre Mutter ihr verboten hat, mit dem Typen zu kommunizieren, dann sagt Brandon, dass er sich darum kümmern wird und verschwindet. Zu diesem Zeitpunkt schließt Erika das Café und ist kurz davor, nach Hause zu gehen. Plötzlich bemerkt die Frau seltsame Symbole an den Fenstern, dann beginnen die Lichter zu flackern und die Glühbirnen explodieren. Daraufhin wird Erika verletzt. Eine Frau versteht, dass jemand im Raum ist, kann aber niemanden sehen. Erika rennt zum Kühlschrank und schließt die Tür hinter sich ab, in der Hoffnung, ihr Leben zu retten. Plötzlich fliegt die Stahltür heraus und die Frau schafft es, das Kind mit der roten Maske vor ihrem Tod zu sehen. Am nächsten Morgen trifft Brandon seine Eltern und sagt, dass es ihm gut geht, er hat sich alles überlegt und sich beruhigt. Zu diesem Zeitpunkt untersucht die Polizei unter der Leitung des stellvertretenden Sheriffs bereits das Verschwinden von Erika im Café. Am Ort des Geschehens findet die Polizei ein seltsames Symbol an den Fenstern. Tante Mary, die auch Schulpsychologin ist, versucht, mit Brandon zu sprechen, bemerkt aber, dass sich der Typ sehr seltsam verhält und er keine Reue darüber hat, was er seinem Klassenkameraden angetan hat. Die Frau sagt dem Jungen, dass sie verpflichtet sein wird, sein Verhalten bei der Polizei anzuzeigen. Am Abend kommt Brandon jedoch zu Mary und sagt der Dame, sie solle nichts bei der Polizei melden, sonst würde es schlecht für sie enden. Mary weigert sich, auf die Drohungen zu hören und schickt den Mann nach Hause. Doch Brandon schleicht sich ins Haus und beginnt, die Frau auszuspionieren. Bald geht Maria zu Bett, und zu dieser Zeit kehrt Noah zurück und findet ihren Neffen im Schrank. Der Mann schimpft mit dem Typen und sagt, dass er seinen Eltern alles erzählen wird. Als der Mann jedoch versucht, Brandon ins Auto zu bekommen, wirft der Typ seinen Onkel zum Garagentor und verschwindet. Verängstigt versucht Noah mit einem Auto zu fliehen, doch plötzlich bleibt der Lastwagen stehen. Dann taucht Brandon auf, hebt das Auto in die Luft und lässt es dann fallen. Brandon geht auf das Auto zu und malt ein weiteres Symbol in das Blut eines sterbenden Mannes. Brandon kehrt nach Hause zurück und erzählt seinen Eltern, dass er den ganzen Abend Fußball gespielt und versehentlich sein Trikot zerrissen hat. Die Eltern verstehen, dass ihr Sohn lügt, aber sie können nichts dagegen tun. In dieser Nacht erfahren Tori und Kai, was mit Noah passiert ist. Mary erzählt Freunden, dass ihr Mann einen Unfall hatte, und erwähnt im Gespräch auch, dass Brandon sie am Abend besucht hat. Am Morgen informieren die Eltern ihren Sohn über den Tod Noahs, doch der Sohn zeigt keine Emotionen. Kai packt Brandon und beschuldigt seinen Sohn des Mordes, doch der Junge stößt seinen Vater wie ein Spielzeug gewaltsam weg. Später findet Kai Brandons Kleidung und bemerkt Blutflecken darauf. Der Mann versucht, Tori davon zu überzeugen, dass es sich um Blut handelt, aber die Frau weigert sich, es zu glauben. Das Paar streitet sich, und Kai sagt, es sei nicht ihr Sohn, sondern ein Außerirdischer. Zu diesem Zeitpunkt untersucht der Sheriff sorgfältig den Fall von Noahs Unfall und bemerkt Ähnlichkeiten mit dem Fall aus dem Café. Kai geht dann Brandons alte Postkarten durch und versucht, Tori zu trösten, indem er verspricht, Brandon auf die Jagd zu nehmen und mit ihm zu sprechen. Nachdem die Männer zur Jagd aufgebrochen sind, kommt der Sheriff zu Tori. Der Beamte fragt die Dame nach dem Symbol, dass es zwei Buchstaben B ähnelt, wie im Namen Brandon Breyer. Tori sagt, dass sie das Symbol noch nie gesehen hat, und der Polizist geht. Tori geht in das Zimmer seines Sohnes, wo er sein Notizbuch findet. Die Frau stellt mit Entsetzen fest, dass Brandon doch in diese Morde verwickelt war. Zu diesem Zeitpunkt schießt Kai seinem Sohn im Wald absichtlich mit einer Waffe in den Hinterkopf, aber die Kugel prallt einfach von seinem Kopf ab. Dann verschwindet der Junge, taucht aber bereits in einer Maske auf und greift Kai an. Der Vater versucht, sich bei seinem Sohn zu entschuldigen, aber Brandon geht ohne das geringste Bedauern mit ihm um. Später versucht Tori verzweifelt, zu Kai durchzudringen, aber Brandon nimmt den Hörer ab und sagt, dass sein Vater weg ist. Während Tori versuchte, den Rettungsdienst zu rufen, begann Brandon, das Haus zu zerstören. Der Sheriff und sein Assistent treffen am Ort des Geschehens ein, aber der Junge zerstört sowohl den Beamten als auch seinen Assistenten ohne Probleme, während sich Tori unter dem Bett versteckt. Die Frau springt aus dem Fenster und erinnert sich, dass Brandon sich an den Rändern des Raumschiffs geschnitten hat. Dann geht Tori in die Scheune und reißt das Fragment von dem außerirdischen Schiff ab. Als eine Frau ihren Sohn findet, sagt sie ihm, dass sie unabhängig von seinen Handlungen weiß, dass er etwas Gutes an sich hat. Sie umarmen sich, aber mit Tränen in den Augen versucht die Mutter, ihn zu töten, aber ihr Sohn ergreift ihre Hand.
Ein wütender Brandon packt Tori, bricht durch das Dach der Scheune und fliegt in den Himmel, dann wirft er sie zu Boden. Um die Spuren seines Verbrechens zu verwischen, schießt Brandon ein Passagierflugzeug über der Farm ab. Den Nachrichten zufolge soll nur ein Junge aus der Familie Breyer diese schreckliche Katastrophe überlebt haben. Und der Typ selbst sitzt da und isst Kekse mit einem unschuldigen Gesichtsausdruck. Bald wird uns gezeigt, wie Brandon seine Angriffe auf der ganzen Welt beginnt und ganze Gebäude zerstört. An dieser Stelle endet der Film. Vielen Dank an alle, die sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Geben Sie diesem Video einen Daumen hoch. Schreiben Sie in die Kommentare, was Sie von diesem Film halten, und tschüss alle.